Willkommen zurück hier bei Let's Play Bioshock 2 im DLC. Komisches Dan, ich vergesse den Namen immer. Mach mit den Mädchen, was du willst. Verpfusche deinen Körper mit Adam. Die perfekte Gleichung des Sphinkers hat alle Möglichkeiten auf der Rechnung. Ja, ich warte eigentlich nur darauf, dass die Viecher hier ankommen. Mit unhöflich kennst du dich aus, Bitch. Das sind empfindliche Geräte. Ich glaube halt echt, der Strahl hebt leider so ein bisschen den anderen Kram auf. Moment. Ich muss kurz nachladen, Moment. So, du rennst jetzt nirgendwo mehr hin, Bitch. Ich habe nicht zu viel Geld. Ich kann hier nichts mehr aufnehmen. Moment, das können wir ändern. Gehen einfach ein bisschen einkaufen. So, wir kaufen erstmal ein paar Nieten. Und ich hätte eigentlich auch noch gerne den ganzen anderen Kram. Aber den gibt es hier nicht. Also nicht den, den ich will. Okay. Nieten kann ich wohl nicht mehr aufnehmen. Ach so, das sind dann wahrscheinlich die, wo dann aufgefüllt wird. Und dann gibt es keine mehr. Hier hätte ich eigentlich ganz gern wieder das. Und hier kann ich auch nicht nachladen. Ein bisschen ärgerlich. Okay. Dann suchen wir uns jetzt einfach wieder so einen Automaten. Und davon ist auch schon einer. Und dann können wir da unser ganzes Geld wasten. Wie fühlt sich das an, wenn deine großen Ziele von einer Maschine vorhergesagt werden? Die Zahlen wissen bereits, was passieren wird. Wird es den Ausgang beeinflussen, dass ich dir das sage? Ich würde mich nicht darauf verlassen. Ups, das war nicht der Plan. So, ich brauche... So, Mini-Geschütz. Nee, benutze ich sowieso nicht. Okay, hier ist voll. Ich höre nur, was ich nach. Was? Der hat überlebt. Der stand im Wasser. Also, was Geld angeht, kann man sich ja echt nicht beschweren. Aber wir spielen ja auch auf leicht. Das dürfen wir nicht vergessen. Ich meine, ich habe leicht eingestellt. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Oder war es normal? Ich weiß es nicht mehr. Ja, ich würde an sich jetzt eigentlich gern die eine Little Sister wegbringen und die andere. Gleich sind wir zu Hause, genau, die andere können wir dann befreien. Ich weiß nur nicht, ob das ohne meine Roboter so geil ist. Ich glaube nicht. Es lädt. So.
So. Tschüss. Wo ist die Little Sister jetzt hin? Die war doch eben noch da. Wurde die jetzt auch gekillt? Okay. Sie ist auf jeden Fall nicht mehr da. Moment, was wir jetzt machen können, fällt mir gerade so beim Nachdenken ein. Hier ist eine Kamera. Hier war eine Kamera. So. Klos. Ach, die durchwühlen wir ja auch immer. Das ist jedes Mal aufs Neue strange. Dann frag bitte woanders. Ich habe eine Frage. Dann frag bitte woanders. Nicht bei mir. Frechheit. Vor allem war sie halt... Nein, sie war auf der Damentoilette. Okay, ich wollte schon sagen, sie war auf der Herrentoilette. Das hätte das Ganze noch ein bisschen lustiger gemacht, finde ich. Ihre Handtasche hat sie auch einfach auf dem Klo liegen lassen. Komische Olle. Der Thinker hat ein neues Spielzeug bemerkt. Ein Knallfrosch in den Augen Gottes. Wo ist das andere Miststück? Hier. So. Einen Moment. So. Wie die immer denken, dass sie durch Wegspringen irgendwie sich retten können. Recht amüsant. Gut, wir können bestimmt wieder bald kein Geld mehr mitnehmen, wie das klingt, als wäre man so übel der Bonze. So. Das nehmen wir auch wieder mit. Also hier kann man sich im DLC tatsächlich ordentlich was gönnen. Das war vorher nicht so. Du hast dir gar nichts verdient. Ich habe begonnen, einen neuen Ansatz in Sachen Splicing-Krankheit zu testen. Adam hat nämlich ein Gedächtnis. Diese Methode nutzt die Erinnerung des Adams an frühere Zellkonfigurationen, um sämtliche genetischen Veränderungen bei Patienten rückgängig zu machen. Mit einer letzten Dosis geben wir dem Patienten sein früheres Selbst wieder. Es ist nur eine Theorie. Selbst für einen einzigen Test geht die Anzahl der möglichen chemischen Bindungsstellen ins Unendliche. Und ich kann das nicht allein berechnen. Aber ich habe von einer Additionsmaschine im Herzen der Stadt gehört, die eine höhere Rechenkapazität haben soll als jedes andere Gerät auf der Welt. Wenn ich deren Möglichkeiten nutzen könnte. So, das gehen wir mal smart an, denn ich sehe keine andere Möglichkeit reinzukommen. Wir haben endlich eine Schrotflinte, das ist doch schon mal nice. Moment, ich habe gerade nichts anderes da. Ich muss euch gerade mal eben kurz so platt machen. Ja, das ging doch auch. So, okay, Schrotflinte ist jetzt auf jeden Fall am Start, das ist ziemlich nice. Die Schrotflinte feiere ich nämlich doch schon sehr. War ich hier oben schon? Nein, war ich nicht. Moment, ein Moment. Ich muss kurz gucken, wo die Kamera ist. So. Ja, ich nutze halt echt jetzt hauptsächlich diese Waffe, ne? Aber die macht halt auch echt Spaß. Und ist halt auch irgendwie so die vernünftigste. Splicen Sie sich nicht weiß. So kommt man nach vorne. So eine Idiotie. Ich habe zu ihm gesagt, erstens bin ich ganz vorne und zweitens soll es ja in Rapture darauf ankommen, was einer leistet und nicht welche Hautfarbe er hat.
Ein Jammer, dass man manchen Leuten nicht mehr Vernunft einspleißen kann. Das stimmt natürlich. War ich hier schon? Wir könnten wahrscheinlich von da unten da hochschießen. Okay. Tschüss. Starte Eingabe der Audioinhalte in die Finker-Datenbank. Subjekt Pearl Porter. Start der Aufnahme. Näher ran und in den Rekorder. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, Milton. Also, hier spricht Mrs. Pearl Porter. Ja, so. Und ich mache diese Aufnahme mit meinem brillanten Gatten, den ich sehr liebe. Und, ich freue mich schon sehr auf London. War doch gar nicht so schwer, oder? Du wirst bestimmt mal froh sein, wenn wir uns das anhören können, wenn wir alt und grau sind. Okay. Sie hat es dann anscheinend ja nicht so weit geschafft. Gut, ich hätte gern mehr Tonikum-Slots, beziehungsweise Tonika-Slots. Ich muss immer an Silent Hill denken. Mehr kann ich gerade eh nicht kaufen, okay. Dann kaufen wir noch das und ja, das auch. Ich brauche eh gerade nicht noch einen, aber das passt schon. Ich bin schon wieder komplett abseits der Story. Es ist so crazy. Ich kann mich hier echt an nichts halten. Das freut mich für dich. Es ist so crazy hier. Der scheint tot zu sein. Da oben ist was. Das hätte ich gern. Wie komme ich nach da oben? Hey, ich mach bloß meine Arbeit. Und so wie diese Trottel sich aufführen, machen sie sich nur selbst das Leben schwer. Mr. Ryan muss ein Auge darauf haben, was gewisse subversive Elemente über die Archives in Umlauf bringen. So sieht's doch aus. Glauben diese Linken vielleicht, die Banditen werden so nett sein und ihre Pläne an den Zentralrat schicken, mit so einem Schleifchen obendrauf? Bei Mr. Ryan ist das so. Entweder man ist für ihn oder man ist gegen ihn. Gewöhnt euch dran. Okay, gut zu wissen. Das ging schon gut in den Kopf rein. Also, was ist das? Okay. Ein Strudel der Zerstörung. Da will ich mir das Video zu angucken. Entfernen Sie Gerümpel oder Gegner. Vergeblich strampeln Sie gegen den Sog von Gravity Well. WTF, das ist crazy. Der Finker weiß, was du damit vorhast. Und er ist nicht glücklich darüber. Okay, diese Kraft ist komisch. Ich werde mir hier aber jetzt auch nicht mehr jeden einzelnen Safe knacken. Für einen harmlosen Spaß. Er spricht wie ein Mensch. Soll er nur ein Spielzeug sein? Nein. Ich höre, Ryan wird langsam paranoid wegen diesem Fontaine. Würde Porter als Krimineller hingestellt, dann hätte ich den Finker für mich allein. Dann könnte ich die Maschine alles Mögliche vorausberechnen und vorhersagen lassen. Rund um die Uhr. Dann würde das Ding mal richtig Geld bringen. So, wie es gedacht war. Pfusch du nur weiter rum, Porter. Deine Zeit läuft ab. Bisher hat das irgendwie echt wenig gebracht.
Du hast meinen Roboter kaputt gemacht, du blödes Miststück. Ja gut, wir können uns jetzt auch ein paar Stunden so gegenüberstehen, ne? Du wirst ja sehen, wer zuletzt überlebt, mein Guter. So, RIP. So, und jetzt? Er ist netter als andere. Och, die sind immer noch so cringy. Erstmal rumheulen und dann sehen die neuen... Oh, er ist netter als andere Daddies. So crazy einfach. Och, ich wollte diese Spritze haben, aber die nimmt er sowieso nicht, weil ich noch 5 Spritzen habe. Och, kompliziert. Die Maschine sagt jede deiner Handlungen voraus, bis du den Kern des Thinkers erreichst. Die Gleichung endet ganz einfach. Ich lasse nicht zu, dass so ein Fehler passiert. Okay, das ist sehr schön für dich, dass du das nicht zulässt. Hat halt aber einfach nichts zu bedeuten. Gut, was brauche ich denn? Ich nehme einfach wieder ein bisschen was davon. Die Explosionszellen haben mir bisher echt wenig gebracht, muss ich sagen. Ja, einfach noch so ein bisschen Kram kaufen. Ach komm, einen machen wir mal wieder. Ja gut, ich würde sagen, ich warte hier jetzt einfach, bis die kommen, ne? Wo du bist, damit kommst du nicht durch. Nur mal so zur Info, du brennst. Ja, das bringt halt echt wenig im Moment. So. Das hat sich dann auch erledigt. Komm her. Daddy, du rettest mich immer vor den Monstern. So, gerade die Schrotflinte, die würde ich ehrlich gesagt auch gern mal wieder benutzen. Aber ich würde eigentlich sagen, wir setzen hier auch mal wieder einen Cut. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Moment. Ach, du blödes Miststück. Dass man halt nur 2 Schuss hat, ist echt ungünstig. So. Hör auf damit. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann werden wir uns, denke ich mal, wieder an die Story-Mission machen. Als ob hier jetzt einfach 50 von diesen Dingern sind. Gut, bis dahin.